Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zu einem neuen, genau, ihr habt es richtig erkannt, Video auf diesem wunderhübschen Kanal. Und heute geht es uns um das Pokémon Trainer Kit mit Alola Zandamo und Alola Winona. Und ihr fragt euch jetzt, was ist ein Trainer Kit? Wenn wir jetzt mal von den Pokémon-Produkten von ganz unten nach ganz oben ausgehen, habt ihr ganz, ganz unten Trainer-Kits für wirklich komplette Anfänger. Das ist eine Box, da habt ihr zwei 30-Karten-Decks drin, also praktisch zwei Decks mit 30 Karten jeweils, um das ganze Pokémon-TCG wirklich von Grund auf zu lernen. Also wenn ihr die ganzen Sachen wirklich von Grund auf lernen wollt und habt noch gar keine Ahnung, bietet sich das an, wenn ihr einen Kumpel habt, euch dieses Trainer-Kit zu kaufen, legt zusammen, jeder bekommt ein Deck. Und dann habt ihr ein Mini-Deck, um zu spielen. Ich denke mal, ihr könnt die vielleicht auch zusammenpacken. Also wir gucken da mal rein, was da drin ist genau. Aber ich denke mal, man kann die auch zu einem großen Deck zusammenführen. Mal schauen. Und ja, das ist die Grundausstattung für jeden Pokémon-Trainer, der anfangen will. Danach kommen die Themendecks. Das sind 60-Karten-Decks mit einem bestimmten Pokémon zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel, ihr habt ein Themendeck über Pflanzen-Pokémon oder ein Themendeck gemischt von Feuer- und Kampf-Pokémon. Das sind halt die etwas höheren Stufen. Und als nächstes habt ihr dann die Battle-Arena oder die Kampf-Arena-Decks. Und das sind dann Themendecks. Da habt ihr auch GX-Karten drin oder EX-Karten waren es früher. Und in den neuen Pokémon-Spielen oder Pokémon-TCG-Sets zu Schwert und Schild werden das dann die Pokémon-Wii-Karten sein. Und dazu kommen wir dann in den nächsten Videos, denn es sind schon die ersten Pokémon-Schwert und Schild-Karten draußen. Zumindest in Japan wurde das ganze Set schon gezeigt, was da drin ist, und wir werden uns das Ganze dann zusammen angucken. Und so eine Art Karten-Spoiler machen, wie es das schon der liebe Tom macht für Yu-Gi-Oh! Das werde ich dann auch für Pokémon machen, und wir gucken uns dann immer weit vor deutschen Release die japanischen Karten angucken, uns was da für Pokémon drin sind, was da für Pokémon wie drin sind und welche Trainerkarten es dann neu gibt. Das ist allerdings ein bisschen aufwendiger, und deswegen dauert das Video etwas länger zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt das Ding auf, gucken, was da drin ist, und gucken, ob man das vielleicht sogar zusammenpacken kann. Ich bin sehr gespannt. So. Ihr habt ebenfalls mit drin eine Codekarte, damit ihr das Ganze online spielen könnt. Das ist ja logisch. Spielanleitungen sind natürlich auch mit dabei. Aber darum geht es uns jetzt gar nicht. Denn uns geht es eigentlich bloß um den Inhalt dieser Decks. Eine Rotom-Münze ist mit am Start. Also eine Münze vom Rotom-Pokédex, war so gesagt. Die sieht aber echt gut aus. Also mir gefällt dieses Matte hier auch sehr gut. Die sind eingeschweißt. Deckbox zum selbst zusammenfalten ebenfalls mit drin. Hier nochmal eine Erklärung. Schadensmarken mit drin. Also alles einfach das perfekte Paket, um rundum sorglos Pokémon TCG anfangen zu können. Und wir starten mit... Oh, die sind Holo, die sehen so gut aus. Wir starten mit Zandamo. Kommt, ich mag Zandamo echt gerne. Wenn ich es aufkrieg. Aha. Sehr gut. Eine sehr, sehr gute Sollbruchstelle hier mit drin. So, wir starten mit Zandamo. Holo Zandamo. Sehr, sehr geil. Sandar natürlich auch mit dabei. Stahlenergie. Oh, das ist sogar mit noch nummerierte Karten. Maxi Malasada. Dann habt ihr Wasserenergie. Superball. Tali. Staraptor ist mit drin. Superball. Tali. Stolunio. Nochmal ein Zandamo. Nicht der Zolo. Staralili. Pliprin. Velosi. Plinfa. Stahlenergie. Wasserenergie. Staravia. Wasserenergie. Und ein Hut-Hut. Ihr seht, das Ganze ist also sehr, sehr auf das Wesentliche eingedampft. Ihr habt wirklich hier die Option, Pokémon TCG von Grund auf zu lernen, ohne... Ihr müsst kein 60-Karten-Deck spielen, ihr müsst nicht euer eigenes Deck zusammenbauen, sondern könnt wirklich erstmal gucken, okay, liegt mir das? Das Ganze kostet um die... Lass mich nicht lügen, knapp 15 Euro. Ich habe es vor uns nach dem Shop für 13 Euro noch was gesehen. Oder für 12 Euro noch was. Und die kosten halt meistens so um den Dreh. Also diese Trainer-Kits. So, geh auf. Und das ist wirklich der erste Schritt, wenn ihr sagt, okay, es interessiert mich, ich würde es gerne mal mit einem Kumpel ausprobieren. Dann holt euch dieses Trainer-Kit. Ihr habt hier 30 Karten-Decks und könnt halt erstmal testen. So ein wunderschönes Winona mit einem richtig geilen Holo-Effekt. Also Alola Winona, sorry.
Vulpix, Fehlenergie, Pflanzenenergie, Evoli, Superball, Fehlenergie, Tali, Pummeluff, Tali, Grabbit ist mit dabei, nochmal Winona, Nagelotz, der Trank, also der Vulpix, Mehikel ist mit drin, Myrapla ist mit drin. Duflor. Skoppel. Pflanzenenergie. Ups. Pflanzenenergie. Also ihr seht, zusammenpacken würde ich dieses Deck nicht unbedingt. Das wäre nicht so praktisch. Aber von Anfang reicht auf jeden Fall. Also wenn ihr noch gerade als Weihnachtsgeschenk, hier sind auch sehr, sehr viele Eltern, die irgendwas für ihre Kinder suchen, wenn ihr irgendwie Kinder habt. Und vielleicht zwei Kinder habt sogar, die sich dafür interessieren, dann holt ihn das mal. Das ist halt jetzt nicht das preisintensivste. Und ihr könnt halt gucken, ob sie neben Pokémon und TCG sammeln auch noch Interesse haben, das Ganze zu spielen. Denn hier ist alles wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ihr habt die komplette Anleitung da drin, wie ihr das Deck spielen könnt oder wie das Ganze gespielt wird allgemein. Und ansonsten werde ich, sobald die Themendecks zu Pokémon Schwert und Schild rauskommen, auch einen umfassenden Guide machen, was Pokémon TCG bedeutet, was das Sammeln bedeutet, was das Spielen bedeutet, was die ganzen Karten überhaupt für den Hintergrund haben, und werde dann einen großen Pokémon TCG Anfänger und fortgeschrittenen Guide machen, und da gucken wir uns mal an, was denn nur das Pokémon TCG so alles in sich bringt, denn nicht bloß zum Beispiel Pokémon GX, EX und V werden sehr, sehr gut und sehr, sehr groß gehandelt, sondern auch normale Pokémon oder Holo-Pokémon, weil sie halt spielstark sind. Und das gucken wir uns dann mal an. Und ja, das war das Video zu unserem Pokémon Trainer Kit mit Alola Zandamer und Alola Vulnona. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Pokémon sowas macht. Solche Anfänger-Boxen, wo du wirklich komplett von Grund auf, von der Pike auf das Ganze lernen kannst. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Und ich würde sagen, ich werde jetzt noch die Karte zusammenpacken. Und dann verabschiede ich mich von euch. Es war mir ein Fest, es war meine Ehre. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zum Pokémon TCG steht, was ihr davon macht, sammelt ihr, spielt ihr, und wie ihr diese Trainerkits findet. Ansonsten bleibt mir nichts dazu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo es dann um die Battle Arena oder um die Kampf Arena Themendecks geht. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.